Ein paar der schwarzen großen Friesen wiehern sich zu. Sie stehen noch neben dem Sandplatz auf der Weide, wollen mit auf den Platz. Denn hier trainiert gerade Florentine mit ihrem Pferd Hyazinth. Es wird nicht geritten. Bei diesem Training kuschelt, läuft und rennt man mit dem Pferd. Weide, Kind und Pferd sollen sich so aufeinander einfühlen. Hyazinth lässt gerade ganz entspannt ihre Unterlippe hängen. Das ist immer ein gutes Zeichen, das ist ein Zeichen der Akzeptanz. Erklärt Trainerin Ilona Pfreutner jedes noch so kleine Zeichen des Pferdes. Gefühlvoll miteinander umgehen, darum geht es beim sogenannten Mika-Training. Das ist ein Training für Kinder, wo die lernen, sich selbst zu beherrschen, ihren Körper zu beherrschen und mit ganz viel Empathie, ganz viel Gefühl ihre Emotionen zu zeigen und die Pferde damit zu steuern. Ein Kommunikationstraining extra auf die Kinder zugeschnitten und den Jungen und Mädchen gefällt's. Dass man das Pferd so um sich hat und dass es auf einen aufpasst so und wenn man die Freude und Emotionen von dem Pferd so mitspürt und dann mit seiner eigenen so verbindet, dann freue ich mich dann immer so. Denn senden die Kinder die richtigen Signale aus, bleiben gefühlvoll, dann folgt das Tier ihnen auf Schritt und Tritt. Ist das Training vorbei, kann man sich hier auf dem Friesengestüt auch wunderbar ausruhen. Auf einer Riesenschaukel mit Blick auf die Pferdekoppel oder im gemütlichen Heubett. Das haben Melia und ihre Mama Jana ausprobiert. Ich habe auf dem Strohballen geschlafen. Da hat man die Pferde sehr schön gehört. Oh ja, die hat man dann nachts so gehört, wenn sie vorbeigetrabt sind. Das war total romantisch und außergewöhnlich. Erstmal war es ganz warm unter dem Strohbett. So dunkel nachts. Und wenn man dann die Sterne vom Fenster rausgesehen hat, das war total schön. Wer einmal vom Alltag abschalten und nur seinen Gefühlen folgen will, der ist auf dem Friesengestüt Black Pearl genau richtig. Auch an diesem Wochenende lädt Ilona Pfreutner zum Schlafen im Heu, zum Pferdekuscheln und Kindertraining ein. Es ist ein Training für alle Menschen. Letztendlich ist es nicht notwendig, irgendwelche Pferdeerfahrungen zu haben, sondern eigentlich nur den Wunsch zu haben, was Neues auszuprobieren, dann ist man hier richtig.